Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Wie ihr seht, ist die Crew schon hier bereit mit den schwarzen Jets, denn wir spielen Jagdspiel in der Luft. Und natürlich gibt es Leute, die individuell gestaltet sind hier. Holen Sie einfach mal den goldenen Jet, aber ich glaube, die Werte sollten gleich sein, soviel ich weiß. Und ja, sieht das nicht schon mal legendär aus für den Anfang? Boah, das sieht doch mal wieder geil aus. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ihr könnt starten. Und dann spielen wir das Jagdspiel. Ihr dürft mich jagen. Ihr könnt jetzt auch von woanders starten, nach links, nach rechts. Und dann gucken wir mal, was so abgeht. D-Rox ist neu dabei. Ja, D-Rox habe ich mal in der offenen Lobby gesehen. Der kann auch sehr, sehr gut Rennen fahren in GTA. Er war sehr nett und deswegen hat der eine Crew-Einladung bekommen, weil wir da noch Platz hatten. Verlassener Flugzeug. Ja, wie gesagt, weicht aus. Ihr dürft mich jetzt schon jagen. Ich bin in einem Stunt-Flugzeug. Ich habe kein Kopfgeld. Markiert mich am besten auf dem Handy. Kopfgeld, glaube ich, bringt nichts, weil andere Leute Kopfgeld haben. Das Geile ist, dass ich diesmal im Vorteil bin, statt dass ihr im Vorteil seid. Das gefällt mir. Und mal gucken, ob ihr mich kriegen könnt oder nicht. Das wird interessant. Ich glaube, ihr solltet schneller sein, aber dafür bin ich wendiger. Was für mich natürlich sehr vorteilhaft ist. Alles klar, GTA Shooter ist spendabel. Gibt hier 1000 Dollar Kopfgeld auf mich. Das war interessant. Und die Leute explodieren, implodieren. Knallen sich gegenseitig ab sozusagen. Oh, das war knapp. Olle, sage ich nur dazu. So. Tim war 4 Monate nicht dabei. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 Tims in der Lobby. Gucken wir, wie das aussieht. Das sieht doch aus wie so solche Haie, die die Beute jagen, ne? Wenn ihr gestorben seid, könnt ihr natürlich gerne wieder euch einen Jet holen. Einen schwarzen Jet und versuche mich abzuknallen. Ihr könnt auch diese goldenen Dinger bestellen, wenn ihr wollt. Alter, schaut euch das mal an, was hier abgeht, ne? Irgendwann werden wir eh von vorne, weil wir jetzt nicht, weil wir ganz nach hinten schauen. Boah, das sieht geil aus. Natürlich sind wir zeitgleich live auf Twitch. Hallo an alle, die gerade zuschauen, Leute. Wir haben sogar 3 Tims am Start. Holy moly, sag ich nur dazu. Guck mal, da hinten stürzen Sachen ab. Explodiert der erst jetzt? Nein, der ist schon explodiert. Da sind nur die Wracks. Das ist doch mal geil, oder? Das ist doch mal geil. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Fangt mich doch, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Oh, guck mal, Ballkönig will's wissen. Komm, Ballkönig. Was ist los? Stürzen sie alle so ab. Ofelminator hat sozusagen eine Notlandung dahingelegt. Das ist doch mal nice. Es gibt neue Informationen zu einem angeblichen DLC-Gerücht. Also eine Biker-DLC wird es geben. Die Frage ist halt nur, wann es diese DLC geben wird. Oh, Alter. So, die kommenden Wochen angeblich soll das Ganze da sein. Wir schauen einfach mal nach. Und es gibt Herzen, meine Damen und Herren, auf Twitch für PS4-Zocker. Denn er hat gerade subscribed und ist den Hammer-Club beigetreten. Willkommen im Hammer-Club. Leute, nicht landen, bleibt wo ihr drin seid. Schnappt euch einen Kampfjet. Schnappt euch einen Jet. Ich probiere jetzt mal was anderes aus. Es wird für mich jetzt langsamer, das heißt, ihr seid gleich im Vorteil. Und dann schauen wir einfach mal nach, wie das da abgeht. Vielen Dank, Leute, für euren Support. Egal, ob auf Twitch, YouTube, auf den sozialen Medien, egal wo. Ihr seid einfach nur hammergeil, wie immer. Und wir haben wieder Kopfgeld am Start, das ist schon mal gut. Passt jetzt auf, Leute. Mein Tipp wäre einfach landen, dann knallt ihr irgendwo gegen oder so. Weil in der Luft herrscht allgemein Chaos. Dann gucken wir mal nach.
was so abgeht, wenn wir mal etwas Langsameres nehmen. Heli wäre vorteilhaft, weil Heli ist krass wendig. Natürlich kommt es aufs Modell an. Aber im Allgemeinen sind die halt wendig. Da kann man sehr gut mit den Ausweichen. Was ist mit dem los? Mach mal Tür auf hier. Komm, Polizei. Polizei? Mit der Polizei los. So, gehen wir mal hier hoch. Ihr seht, wir haben unseren Look geändert. Wir sind diesmal Roman Reigns. Zack, und kommen hier ohne Probleme rüber. Erstmal so nachschauen, was hier so geht. Nehmen wir erstmal die Karre hier. Bam! Hä? Ja, Soundeffekte, paar Soundeffekte fehlen komischerweise. Liegt, glaube ich, daran, dass zu viel Triebwerke in der Luft zu hören sind. Denke ich mir mal. Boah, ist das Ding schnell. Highway to Hell, Junge. Na komm, jetzt beschleunige ich das. Aber den bin ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gefahren. Hab noch nie drauf geachtet. Auf jeden Fall hat er Elektromotor, wie ihr hören könnt. Und ja, wir nehmen dieses Flugzeug, was vor uns ist. Okay, Leute, gebt mir wenigstens eine Chance, in die Luft zu kommen und dann geht's los. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid. Ich steige jetzt ein. Soll ich mal in der Ego-Perspektive fliegen? Komm, machen wir das einfach mal. Okay, wie ihr seht, ist das auch ein Elektroflugzeug. Hier gibt's schon wieder nichts zu hören. Das ist doch einfach mal geil. Oh, ich erinnere mich noch an GTA San Andreas am Flughafen, wo man immer das gleiche Flugzeug genommen hat. War das der Dodo? Nein, der Dodo war in Vice City, glaube ich. Das war lustig. Okay, Leute, ich bin gleich in der Luft. Gleich geht's los. Bitte nicht verfolgen. Oh, Milonator muss natürlich aus der Reihe tanzen. Nicht, dass jeder die gleiche Chance hat mit dem schwarzen Jet. Nein, einer muss mit einem Stuntflugzeug rumfliegen. Ich sag doch nicht umsonst schwarze Jet, Leute. Ich will doch, dass jeder die gleiche Chance hat, mich zu kriegen oder nicht zu kriegen. Okay, Ladies and Gentlemen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Die Jagd ist eröffnet. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Alter, habt ihr das gesehen? Das gibt's doch einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Okay, Leute, bleibt weiterhin in den Flugzeugen drin. Gut gespielt, du Sack. Herzlichen Glückwunsch. Ich klaue jetzt ein Auto und fliege über dem Flugfeld herum. Ihr könnt versuchen, mich mal mit dem Auto zu schnappen. Und Tony Stark hat spendable 9000 Dollar Aua ausgegeben für euch. So, wir machen anfangs mal ein bisschen Jagd. Ihr braucht mir nicht das Geld zu geben, Leute. Ihr könnt es behalten. Damit könnt ihr euch ein T-Shirt holen oder so. So, ich bin gleich auf dem Flugfeld. Ja, Leute, und etwas, was ich halt vor der Aufnahme jetzt auf Twitch gesagt habe, auch jetzt hier in GTA. Wenn ich zum Beispiel sage, schnappt euch keine Ahnung, schwarzen Jet und sagen wir mal 18 Leute oder so stehen schon bereit, dann geht's schon sofort los. Die anderen Leute haben dann sozusagen Pech, dass sie halt nicht ja schnell dabei waren. Wir werden jetzt halt nicht immer warten auf alle. Okay, Ladies and Gentlemen, jetzt könnt ihr von mir aus Flugzeuge nehmen, die ihr wollt. Ich bewege mich nur auf dem Flugfeld und die Jagd ist eröffnet. Wisst ihr, was ich hasse, wenn wir solche Spiele machen und die Leute schon direkt bereit sind und hinter dir herfliegen und nur auf dein Startzeichen warten? Ja, ihr könnt auch für ein paar Sekunden auf dem Boden fahren, das ist auch kein Problem. Versucht mich nur zu kriegen. Das hatten wir doch schon mal, ne? Da haben wir doch. Alter. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wer das auch war, wir haben es überlebt. Das war aber einigermaßen knapp. Hui! Oh.
Das war's dann, meine Damen und Herren, mit dieser Folge von GTA 5 Online. Nicht vergessen, am Tag kommen immer zwei Folgen von GTA, einmal um 12 und einmal um 15 Uhr. Meine Empfehlung, schaut euch einfach nach 15 Uhr beide Folgen an, dann habt ihr insgesamt über 20 Minuten GTA 5 Online. Das war's auf jeden Fall für heute, haut rein. Ich habe gesagt, haut rein, das heißt so viel wie tschüss. Das heißt, du kannst jetzt wegklicken. Du sollst nicht jemanden schlagen, du sollst... Hau ab. Hallo? Das war's für heute. Finito. Ende. Finish. Fisch. Du Fischkopf, hör mir zu. Ende. Alter, was ist denn kaputt mit dir? Hallo? Das kostet doch ganzen Strom, Internet, was... Ich verstehe dich nicht. Warum hörst du mir denn noch zu? Klick doch weg. Es kommt doch nichts mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wer zahlt denn bei dir? Bist du reich? Oder hast du Hartz IV? Dann bist du reich. Denn du hast dann mehr als wir. Hier. Hallo? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Klick doch einfach weg. Komm. 3, 2, 1 jetzt. Ah, du klickst zuerst. Nein, ich klick nicht weg. Du klickst weg. Nein. Alter, hast du Tomaten auf den Ohren? In den Ohren? Über den Ohren? Hinter den Ohren? Ist mir egal. Hörst du mich nicht? Okay, jetzt aber. Du klickst weg. Nein, du klickst weg. Ich klick nicht weg. Du klickst weg. Du machst zu. Immer das Gleiche mit dir. Ja, okay. Ich klick jetzt weg. Wie, du willst weg? Ich klick als erstes weg.